Mir kommt es vor, als ob ich erst gestern den ersten Kampf gemacht habe und heute sind wir beim fünf letzten Kampf des Erwachen des Bösen. Während jemand auf den nächsten Duell warten zu beginnt, kehrt Yugi in sein Zimmer zurück, um sich auszuruhen. Er wurde plötzlich von einem Mann im Umhang und Turban überrascht. Ich bin der Hüter der 7 Millionen Gegenstände. Ich bin hier, weil ich eine Störung in der mystischen Einstellung abermals spürte. Alle 7 Gegenstände sind an Bord des Schiffes, sowie die 3 ägyptischen Götterkarten. Das bedeutet, alle Objekte, die in der Lage sind, die Welt zu retten oder zu zerstören, sind hier. Ach du Scheiße, sind hier noch hier. Wirklich? Die Sicherheit der Erde liegt mit dir, Yugi. Betrachte meine Worte. Wenn die falsche Person die Kontrolle über der Millionsgegenstände und der ägyptischen Götterkarte gewinnt, könnte die Folge katastrophal sein. Es ist schon fast einmal passiert, dass Pegasus Duellmonster es erstellte. Ist es aber wie? Alles begann, als Maximilian Pegasus zuerst in Ägypten ankam. Er war auf der Suche nach einem Verfahren zur Wiedervereinigung seiner verlorenen Liebe. Seine Suche führte ihn zu mir und schenkte ihm das Millenniumsauge. Denn er war dazu bestimmt, es zu besitzen. Bald darauf entdeckte er die Ursprünge der antiken ägyptischen Schattenspiele. Pegasus wurde besser von diesen Spielen und beschloss sein Leben mit der Wiedererschaffung dessen zu widmen. Während einer seiner früheren Forschungsreisen zu den ägyptischen Pyramiden plante Pegasus, die Steine der Darstellung der ägyptischen Gottmonster zu finden, über die er gelesen hatte. So leite ich Pegasus und sein Team von Archäologen zu einem unterirdischen verborgenen Hohlraum unter dem Wüstensand. Eine stundenlange Reise zu Fuß war unsere Reise zu Ende. Pegasus ging in den schwach beleuchteten Raum. Wie versprochen, brachte ich ihn die antiken Ruhestätten der ägyptischen Göttertafeln. Triumphierte Karten Pegasus nach Amerika zurück, um seine Karten auf der Grundlage der Bilder zu entwerfen, die er auf den Stein gefunden hatte. Er war bestimmt, die ägyptischen Gottmonster zu wecken, aber er war nicht bestimmt, ihre mächtige Magie zu kontrollieren. Obwohl Maximilian Pegasus die Prototypen aller 3 ägyptischen Götterkarten beendete, flog er sofort nach Ägypten, um sie in das Grab neben der Originalzeichnung zu verspiegeln und ersparte der Welt ihre absolute Macht. Mit Hilfe von Ishizu versiegelte Pegasus die Karten. Dann versuchte Mike, sie zu stehlen. Ja, und wenn er seine Hände an allen dreien bekommt, würde die Ergebnisse verheerend sein. Ich kann dir versichern, dass Mike nie die 3 ägyptischen Götterkarten erhalten wird. Mein Pharao, es ist eine Ehre für mich, wieder in deiner Gegenwart zu sein. Ich weiß, dass du die Welt wieder in Ordnung stellen wirst und ein Ende zu dessen Chaos setzt. Genauso wie vor 5000 Jahren. Mein allvolles Vertrauen liegt in dir. In diesem Moment gaben die Lautsprecher bekannt, dass alle von Finalisten in die Haupthalle zurückkommen sollen und Zeit verschwand. Das zweite Duell war zwischen Mike und Joey. Wo Odion vorgab, Mike zu sein, stand Odion vor Joey, bereit sich zu duellieren. Also es ist Zeit, sich zu duellieren, um dich zu zerstören. Ich lasse dich nicht drauf an, Mike. Ich habe keine Angst vor dir. Und manchmal überspringe ich was, ich weiß nicht warum. Na dann haben wir jetzt mal scheiß Karten gezogen. Ach du heilige Scheibenkleister. Wir setzen die. Dann wird ein Monster von 5500 oder mehr ADK. Okay. Dann können wir die auch setzen. Das ist auch kein Problem. Und dann ziehen wir nochmal 3 Karten. Es ist gerade echt scheiße, welche Karte ich von der Hand werfe. Sind beide richtig nice. Also diese Karte kann nicht zerstört werden im Kampf und ich bekomme keinen Kampfschaden. Und diese Karte erhalte ich 500 ATK. Ich leg diese Karte hier weg. So, und dann legen wir... Oh, welche Karte legen wir? Tempel der Könige. Ich habe Angst. Mrs. Ich will mal die Karte ausprobieren, deswegen aktiviere ich die jetzt mal. Was passiert? Wasser wurde ausgewählt.
Aqua wurde ausgewählt. Was? Ja, sicherlich aktivieren. Ach du Scheiße, was passiert hier gerade? Kann mir mal jemand was sagen? Lichtschwa... Bitte? Nee, dann zerstöre ich die lieber, vergiss es. Beschwören. Effekt aktivieren. Oh, komm bitte. Komm bitte, bitte, bitte. Nein! Ey, das gibt's doch nicht. Was ist denn das denn für eine Runde hier? Licht wurde ausgewählt, Insekt wurde ausgewählt. Der und seine Karten hier ist. Was passiert denn hier bitte? Ach du Heilige. Alter, und der so mit seinen Karten das. Ey, was soll denn das hier beenden? What the fuck? Jetzt würde die im Verteidigungsmodus setzen, diese fucking Karte. Oh! Ich dachte gerade, ich bin bescheuert, ich wollte die Karte aus. Oh, ich habe ja 1050. Alter, ich dachte gerade, ich bin so besch. Oh. Ja, schon wieder! Ach, so eine. Die Karte kotzt mich an. Vor allem die in der Mitte kotzt mich an. Komm, beschwören. Der will doch, dass ich angreife. Aber ich greife mit der Karte jetzt hier an, weil wenn er dann vertauschen würde. Beenden. Jetzt wird er wieder irgendeine Karte holen mit Licht, Wasser oder Luft oder. Ja, komm, Wasser wurde ausgewählt. Maschine wurde aus. Was? Okay, wir beschwören einfach mal diese Karte. Wir können ihn damit angreifen, fügen ihm 50 Schaden zu. Greifen ihn damit an. Und gehen in die Endphase. Und ja, wir aktivieren den Effekt und jetzt geht er nämlich in Verteidigungsmodus 1800. Ja, lieben gerne. Komm, aktivieren. Komm, gib mir Punkte. 3. Oh. So, wir gehen hier in Angriffsmodus, gehen in die Battle-Phase und greifen ihn an. Oh, oh. Und wir können ihn jetzt direkt angreifen. Mit 2100. So, und damit beende ich meinen Zug. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Joey besser dran ist als unser Yugi. Und das kapiere ich überhaupt nicht. Allein weil er jetzt schon wieder die Runde beendet hat. Ich bin so bescheuert, eigentlich wollte ich Angriffsmodus machen. Da wäre ich jetzt. Oh. Ja, komm, wir machen ihn mal schnell fertig. So, weg ist er. Na, was? Ja, wiederholt mit Angreifen. Ah, fuck, hätte ich den bloß um. Oh. So, wir setzen ihn lieber mal in Angriffsposition und gehen in die Battlephase und greifen mit ihm an. Ja, das war mir klar. Fuck, ich hätte eigentlich die andere Karte nehmen müssen. Nee, doch, Defense. 1000, das geht. Und mit ihm dann direkt angreifen. Geschafft. Odin Stack erhielt eine Kopie von den ägyptischen Götterkarten. Es ärgerte die Götter und der Bl ein Blitz traf Joey und Odie und schickte die beiden auf die Matte. Meister Mike, ich bin nicht würdig genug, um diese Karten zu steuern. Genau wie ich nicht würdig bin genug, um ein Teil deiner Familie zu sein. Odin, ich versuche mein Bestes, um dir zu dienen, mein Herr. Ich habe es versucht. Odin widmete sein Leben, um Mike zu schützen. Mit den Eindämmen des Bösens in Mike. Aber Odin, geschwächt, hat seine Kontrolle über das Böse seiner Kraft verloren. Bitte verzeih mir, Joey. Es tut mir leid. Es war mir eine Ehre für mich, dich zu duellieren. Das gleiche geht an dich. Und dank dessen Blitz werde ich dieses Duell für eine Weile nicht vergessen. Jetzt, wo es fertig ist, musst du klarkommen, wenn du nicht Mike bist. Wer bist du denn dann? Ich bin der Diener des wahren Meister Mike. Gebe die wahre Identität bekannt, Mike. Ja. Es ist wahr, ich bin in der Tat der wahre Mike, ihr Narren. Namu lügt uns alle an. Namu, er war eine Maske, um mich näher an Yugi zu bekommen. So, Pharao, endlich treffen wir uns Auge in Auge.
Jetzt endlich kann ich die Arbeit beenden, mit der ich erbärmlichen Diener nicht zu Ende bringen konnte. Denn, Yugi, dein Puzzle und die Macht werden bald sein, wo sie hingehören. Oh nein, ich hatte Angst davor, dass wir alle in großer Gefahr. Das große Übel versteckt innerhalb Meisters Mike hat eine dunkle Seite. Ich bin nicht länger in der Lage, alles einzudämmen. Es ist zu spät, zu spät. Ah! Mike, was ist los? Ich bin endlich wieder frei. Was bedeutet, ich kann die Dinge auf meine Art machen? Ich wurde viele Jahre lang von diesen nahen Odin zurückgehalten. Wer bist du? Ich bin der wahre Mike. Und ich bin nicht so freundlich wie der, den ihr gelernt habt. Bald werde ich die Arbeit, die er nicht vollenden konnte, beenden und deine Macht wegnehmen. Ja, schöne Signaturkarte, kenne ich zwar nicht, aber ja. Und dann würde ich sagen, Leute, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen Moment nicht einen Daumen nach unten, schreibt in den Kommentaren, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann sehen wir uns nächstes Mal bei ein Duell mit Schicksal. Ciao, ciao, sagt euer Menzi. Abo da lassen.